Hallo ihr Lieben und Juhu vom Guru. Endlich wieder gibt es mal einen Rewe-Haul. Ich habe so lange nicht mehr meinen Einkauf gezeigt, weil ich immer unterwegs war und immer nur so Kleinigkeiten gekauft habe. Heute habe ich 23,21 Euro ausgegeben. Für Kleinigkeiten natürlich auch. Ja, ich kaufe immer, ich habe so Lieblingsprodukte, die sind manchmal etwas teuer. Andererseits habe ich auch ein paar günstige Klassiker hier in diesem Haul. Fertiggerichte, Süßigkeiten und meine liebsten Junkfood-Guru-Basics. Wird sich wahrscheinlich auch wiederholen, wenn ich jede Woche meinen Einkauf zeigen würde, wäre immer das Gleiche dabei. Heute sind aber ein paar Neuerungen dabei, aber ich lege erstmal los mit einem Klassiker. Die Spaghetti Bolognese, immer noch für 2,49 Euro. Geil, oder? Ich finde die immer so lecker. Davon esse ich bestimmt, ja, 4 bis 7 Stück im Monat, nicht in der Woche. Aber als Snack für zwischendurch, nicht als Hauptgericht. Beziehungsweise auch nicht als Snack für zwischendurch, sondern als Abendmahlzeit, wenn ich was Warmes möchte, was so um die 500 Kalorien liegt. Dann greife ich immer zu diesem Spaghetti Bolognese und was schnell gehen muss. Apropos schnell gehen, Dinkeltoastbrötchen von Rewe, 6 Stück, kosten auch 2,49 Euro. Ich dachte, die wären mal billiger gewesen. 2,49 Euro, 6 Stück, sind aber geil und mag ich. Teuer, aber nicht das teuerste oder doch das teuerste in diesem Einkauf, glaube ich. Die Valais Crispy Sticks mag ich immer noch, 3,19 Euro, damit haben sie preislich für 5 Dinger schon echt eine Schmerzgrenze erreicht. Ne? Also am besten, man kann ja manchmal im Angebot kaufen für 2,79 Euro, dann wartet man ein bisschen. Mache ich vielleicht demnächst auch wieder. Ich habe die früher häufiger gekauft, aber irgendwie ist dann bei 3 Euro ist mir da so ein bisschen der Spaß dran vergangen, obwohl ich natürlich Verständnis dafür habe, dass Herstellkosten und so weiter teurer werden und die, ja. Aber da ist ja kein Kakao drin. Kakaopreise sind explodiert, ich glaube die Milchpreise sind wieder runtergegangen, man könnte es irgendwie so ein bisschen wieder zu einem angenehmeren Preis verkaufen, glaube ich. Ja, das wäre schön, aber kommt bestimmt. Konkurrenz belebt das Geschäft. Apropos Milch. Da doch mal ganz gerne hier Rewe Bio Mango Vanille. Finde ich super lecker, den Joghurt. Ich mag auch den von Alnatura ganz gerne. Der Rewe Bio Mango Vanille im 500 Gramm Glas. Erstens finde ich ganz cool, das ist nachhaltig. Kann man ja entsorgen, das Glas. Und hat dann nicht immer diese 8 verschiedenen Joghurtpäckchen. Kostet tatsächlich 1,79 Euro. Alter Falter, finde ich, ist ein fairer Preis. Dann habe ich eine neue Soße entdeckt. Soße. Spicy Thai. Von Kühne, exotisch scharf. Klang geil. Ja, ich komme ja schon ins Schwitzen, aber liegt daran, dass die 30 Grad hier oben in der Küche sind im Dachgeschoss. Apropos Soße. Ein Klassiker, der nicht fehlen darf. Dänische Remoulade. Oh, ich habe die hier abgerissen. Oh, und ich muss noch den Preis nennen. Also, die dänische Remoulade kennt ihr von P&W. Einfach am geilsten, finde ich. Gibt auch andere gute, aber ich mag die am liebsten. 1,99 Euro und die Würzsoße 99 Cent. Einen Tomatenketchup habe ich mir auch noch gegönnt. Hey, da muss man echt aufpassen, aber ich finde der von Rewe ist irgendwie am geilsten. Von der Rewe-Marke. Es gibt ja auch einen Ja-Tomaten-Ketchup, das hier ist aber ein Rewe-Bio-Ketchup. Und der Ja-Tomaten-Ketchup im Plastikgebinde ist mit 18 Gramm Zucker. Der im Glas hat weniger Zucker, aber dafür Süßungsmittel. Das ist krass, ne? Ja-Ketchup wohl bemerkt. Ich wollte erst einen Ja-Ketchup kaufen, aber dann dachte ich mir, nee. Plastik hatte mir zu viel Zucker und im Glas mit dem Süßungsmittel mochte ich nicht. Also dann kaufe ich einen Bio-Ketchup. Der hat nämlich 16 Gramm Zucker. Der Rewe-Ketchup im Plastikgebinde hat 18 Gramm Zucker. Okay, 2 Gramm Zucker gespart. Und der andere hatte, glaube ich, 12 oder 10 Gramm, der mit den Süßungsmitteln im Glas. Also ein Ketchup-Mysterium da draußen. Vor allen Dingen so, ja, naja, das ist es. Aber trotzdem für jeden was dabei. Das habe ich mir gekauft für die Kinder. Kennt ihr schon von meinem Kanal Crunchy Cookies. Mal gucken, ob ich da immer noch so von begeistert bin. 2,89 Euro habe ich dafür bezahlt. 6 Kekse sind hier drin, stimmt das? Ne, 8 Stück, sorry. 8 Cookies sind hier drin. 2,89 Euro bekommt ihr wohl in ziemlich jedem Rewe aktuell. Auch die sind schon etwas länger jetzt erhältlich. 2,89 Euro, das stimmt. 2 Bananen, eine davon werde ich jetzt sofort essen. Und ich gucke mal in meinem Beutel, ist noch irgendwas drin? Ne, das war's, ihr Lieben. Hier oben könnt ihr den Kanal, den Kanal könnt ihr einfach so abonnieren. Ich vergesse immer, hier das Icon einzublenden. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video. Und so mag ich meine Banane. So leicht grün, leicht gelb, habe ich lange für gesucht. Einfach perfekt. Ich beiße jetzt hier nicht rein. Das mache ich hinter der Kamera. Bis dann. Tschüssi.